Ein Duo sucht Antworten. Was hat diese Gitarre mit dem Würzburger Komponisten und Virtuosen Heinrich Albers zu tun? Was wir gerne wissen wollten, ist jetzt tatsächlich der Wert dieses Instruments. Es ist eine bestimmte Art der Bauweise, die also Heinrich Albert, glaube ich, initiiert hat. Aber ob die dann wirklich in seinem Besitz war oder wirklich gespielt hat, das weiß ich jetzt nicht. Bin mir auch nicht sicher, ob das unsere Experten hier sagen können. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben uns eine besondere Gitarre mitgebracht. Wie sind Sie denn zu diesem Instrument gekommen? Die Gitarre ist das Geschenk der Schwägerin meiner Frau, die aus Familienbesitz sie hat. Und sie selber hat nicht musiziert, wusste aber, dass ich für den Hausgebrauch Gitarre spiele. Und hat mich sehr gefreut, weil die einen sehr, sehr guten Klang hatte. Ich habe mich dann mal interessiert, erst später, von wem die Gitarre ist. Sie hat noch dazu gesagt, dass von einem Konzertgitarristen aus der Familie, also Familienbesitz, habe mich dann interessiert für die Gitarre und habe gesehen, die von Heinrich Albert, System Heinrich Albert. Hat mir nichts gesagt, aber der Herr Fritscher, ein sehr guter Gitarrist, hat bei uns in Dachhausen bei der Abendmusik gespielt und den habe ich jetzt gefragt, kennst du den Heinrich Albert? Ja, und mir war eben der Name Heinrich Albert bekannt, ein Münchner Konzertgitarrist, 20er Jahre ungefähr. Ich bin öfter in München in der Bayerischen Staatsbibliothek, dort sind ja viele Gitarrennoten, unter anderem der Nachlass von Heinrich Albert. Und wie gesagt, nachdem mir der Name also sehr geläufig war, habe ich gedacht, wenn das Instrument tatsächlich von Heinrich Albert sein könnte, sollten wir es mal bei Kunst und Krempel vorstellen und fragen, was dazu gesagt wird. Darf ich erst mal den Bau beschreiben, damit wir dieses System von Heinrich Albert auch tatsächlich erkennen und verstehen? Also bei dieser Gitarre ist wie üblich natürlich eine Decke als Resonator verbaut. Und diese Decke, das sehen wir hier im unteren Bereich, endet hier mit dieser Kante. Und im frühen 20. Jahrhundert hat man natürlich versucht, den Gitarrenbau dahin zu optimieren, dass die Gitarren immer lauter werden. Und deswegen hat diese Gitarre mit diesem System Schelass, wie das damals hieß, eine zweite Decke. Und diese zweite Decke fängt hier auch am Zargenrand an und setzt sich dann unter der ersten auch fort. Also wir sehen das hier an dieser Kante. Und wenn wir innen reinschauen in die Gitarre, dann sehen wir auch, dass die untere Decke sich im Inneren des Korpus fortsetzt bis nach oben. Und der Plan war natürlich, dass mit diesen zwei Decken auch zwei Resonatoren einfach die Lautstärke vergrößern. Und wir sehen hier auch den Herstellerzettel im Inneren des Instruments und lesen also den Herstellernamen, den Felix Sebold. Und dieser Felix Sebold war jahrelang der Werkstattleiter in einer ganz wichtigen Münchner Instrumentenbauwerkstatt, nämlich der Werkstatt Unico Hensel, und hat in dieser Funktion auch dieses Modell erprobt und gebaut und hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg selbstständig gemacht. Und ihr Instrument ist aus dieser zweiten Phase eben von 1925. Und das ist praktisch die letzte Phase, in der der traditionelle Instrumentenbau versucht, durch bauliche Optimierung einfach noch die Lautstärke zu vergrößern. Ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Quartale später geht es ja dann praktisch los, dass man eben durch elektrische Verstärkung und elektrische Tonabnehmung dann nicht mehr versucht, die akustische Resonanz, sondern eben die elektrische Verstärkung in Ansatz zu bringen. Und das System Heinrich Albert ist dergestalt erklärt, dass Heinrich Albert als einer der ersten Gitarristen nördlich der Alpen sich eben um Modelle und bauliche Vorbilder aus Frankreich und Spanien bemüht hat und dieses Schelass-Modell einfach dann in Süddeutschland, vor allem in München und Augsburg, etabliert hat. Ja, also wir sehen, dass das Instrument wirklich auch schön gefertigt ist. Die Holzauswahl sieht sehr gut aus. Wir schauen es uns mal von hinten an, von der Seite. Ja. Ja. Man sieht ein paar Schäden, wenn ich jetzt nach hier oben gehe. Risse im Boden, die mal irgendwann wieder repariert wurden. Auch ein paar andere Gebrauchsspuren da dran. Aber nach so fast 100 Jahren, denn auf dem Zettel steht ja auch
System Heinrich Albert. Darunter steht Felix Sebold, Gitarren und Lauten, Bauer. Dann kommt die Jahreszahl 1925. Eine Nummer gibt es nicht. Und unten München in einer Straße. Humboldtstraße. Ja, Humboldtstraße, genau, 25, wo er die Werkstatt hat. Und diese Zettel geben natürlich einen wunderbaren Einblick auch in die Entstehungsgeschichte, denn dieser obere kleine Zettel mit dem System Heinrich Albert ist noch ein Relikt aus Sebolds früherer Karriere, denn das ist der abgeschnittene Zettel seines früheren Arbeitgebers Unico Hensel. Und darunter eben der eigene Herstellerzettel dann aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Also ein wunderschönes Produkt eigentlich für die Münchner Gitarristik der Zwischenkriegszeit, für die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Das war ja die höchste Blüte der Münchner Gitarrenmusik überhaupt. Und insofern ist das natürlich ein ganz tolles Objekt, gerade im Hinblick auf die Gitarrengeschichte oder auf die Münchner Kulturgeschichte. Auf jeden Fall. Also der Münchner Gitarrenbau hat seinen Glanz dann verloren, als die Spanier populär wurden. Die haben natürlich noch größere Korpusse gehabt und haben die Lautstärke dann damit versucht, auch mit einer anderen Bebalkung der Decken zu erzielen. Also es ist ein sehr interessantes Instrument. Er hat dann neben den Gitarren auch Lauten gebaut, noch, wo auch noch ein paar erhalten sind. Aber eine der ganz wenigen, die ich jedenfalls kenne, mit dieser besonderen Deckenkonstruktion. Also von daher ist es schon ein Schätzchen, was Sie vererbt bekommen haben. Haben Sie sich schon mal erkundigt, was es so vielleicht wert sein könnte? Nein, bisher nicht. Wobei der Wert ist nicht so wichtig. Es soll in Familienbesitz bleiben für meine Kinder. Ja, also da das auch eine Konstruktion ist, die relativ stimmstabil zu sein scheint, denn es gibt Konstruktionen mit zwei Decken an den Gitarren, wo dann die Wetterfühligkeit groß ist, dass die Seitenlage sich entsprechend verändert. Das scheint bei dieser Gitarre nicht der Fall zu sein. Deswegen kann man da schon einen niedrigen vierstelligen Betrag für ansetzen, für so eine Gitarre, wenn sie auch noch gut klingt. Wer spielt? Ach, Sie sind ja der Gitarrenspieler. Ja, also ich bin kein Profi-Gitarrist, aber ich spiele gerne oft. Sie haben sie ausprobiert schon. Ja, und ich probiere auch nochmal, ich zupfe nochmal. Ja, eine gute Resonanz im Bassbereich. Ja. Also scheint mir wirklich ein schönes Instrument zu sein. Also so 2.000 Euro, 2.500 Euro könnte man da vielleicht schon erzielen. Aber schön, dass es in Ihrer Familie bleibt und dass Sie es verwenden und genießen. Tun Sie das weiterhin. Vielen Dank. Was war wirklich neu? Ganz neu, das System Heinrich Albert, das ein aufgeklebter Zettel ist, der vorher schon existiert hat und verwendet wurde. Das fand ich sehr interessant. Also waren echte Experten gewesen.